Hallo Leute, willkommen zurück zu Subcard und weiter geht's mit dem Spiel Underspace. Beim letzten Mal haben wir so ein bisschen die erste Mission erkundet, wir haben so ein bisschen den Kampf kennengelernt und jetzt geht's weiter. Ich glaube, jetzt muss ich irgendwelchen Job finden. Laut Questbeschreibung ist das zumindest so, aber die habe ich schon vollständig. Ich habe jetzt keine weiteren Missionen mehr. Muss mal gucken, wie es weitergeht. Okay, das ist der Tab für Dings. Hier kann ich kaufen. Okay. Sunbeam, Missiles. Ah, hier kann ich Waffen kaufen. Thruster. Keine Ahnung. Weapons. Ammunition, Hardware. Fact Scanner, okay. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Wir mal gucken hier, dass wir irgendwie eine Art Shop finden oder sowas. Was machst du? Vehicle Guard. Okay. Ja, die glänzen irgendwie, keine Ahnung, was das ist mit denen. Hm. So. Da steht irgendwie K3 an der Seite. Weiß nicht, was das ist hier. Nix. Open the Mission Tab. Equipment Dealer. Okay. Equipment Dealer, Sell Weapons, bla bla. Ja, okay. Ja, ist klar, was die machen. So was das. Cargo Trader, Ship Dealer. Oh, was machst du hier? Cargo Trailer. Car, Consumer Goods. Medical Supply, Scrap Metal. Ah, ich kann wahrscheinlich verschiedene Wege spielen. Händler und sowas, alles okay. Cool. So, was ist das? Ship Dealer. Jetzt bin ich gespannt. Was gibt's so für Ship? Für Schiffe? Okay. Manche haben Schiffe, manche haben was anderes. Okay, hier. Shipwright. Okay. Jackhammer. 26.000 kostet die, okay. Quaze. Ah, die sehen alle gleich aus. Okay, was ist das? Partians ist ein Frachter. Ah, das ist ein leichter Fighter. Das ist ein Frachter. Okay. Wahrscheinlich je nach Mission muss ich wahrscheinlich dann andere Schiffe kaufen. Okay, gut. Was ist das? Customized Ship. Open Ship Dealer. Ah, ich kann das gleich alles hier machen. Okay. Ich muss also gar nicht dahin laufen. Gut. Okay, also in der Bar finde ich sozusagen meine Mission. Alles klar. So, dann gucke ich jetzt mal Mission Tab. Und Victor. Aska, Industrial Pickup, Kurier, Crafting, Difficult 7, Difficult 6, Difficult 2. Okay, wir machen mal Difficult 2. So, find a strange gate in the Waldrum Nebula by using your long range scanner to find gold pulses. Okay, jetzt habe ich die geschafft. Beziehungsweise, Ding. Dock on the required station. Alles klar, das heißt, wir können raus. Land to space. So, jetzt muss ich hier irgendwo hin. Die Frage ist, wo? Scanning, okay. Da irgendwelche Dings hier? Waypoints oder so? Find the strange gate in the Waldrum Nebula. Hm. No squadmates. Habe ich hier nicht eine Map? Ist die Map. So. Show Player. Gibt es hier nicht irgendeine Karte? Speaker Fills. Estrum, Skirkwit, Voltric Belt. Voltrim Nebula. Ich muss doch Voltrim Nebula, ja. Voltrim Nebula muss ich. Dann gehen wir da hin. Item Info, Crate Pass. So, dahin. Auf E und dann weiß ich, wo ich hinfliegen muss. Zack, dahin muss ich. So, fliegt da mal hin. Gut, guck.
Also, das Fliegen dauert echt lange, muss ich sagen. Das könnte man echt ein bisschen schneller machen. Man wartet sich ja einfach nur, bis man da ist und passiert nichts. Jetzt schon mein viertes Video. Leider einen Feldboss verpasst. Ach, ich nur, du warst schon da, oder was? So, wir sind da. Jetzt bin ich in dem Feld, jetzt muss ich irgendwas suchen. Scannen. Ja, guck mal. Goldpulses. So, irgendwas Goldenes. Da war irgendwas. Halt. Wo ist der goldene Puls? Da unten. Hier. Ne, wo ist er denn jetzt? Ist er wieder weg? Wo ist er denn hin? Ist alles rot? Jetzt sehe ich hier nur rot. Das ist total komisch. Das muss doch aber auch. Show Player habe ich. Bisschen kompliziert, muss ich sagen. Strange Gate in the Voltron Nebula by using your long range scanner to find gold pulses. Ja, das sind die Dinger, die golden aufploppen. Da oben ist er. So. Da ist er. Da muss ich hin. Eine Minimap wäre nicht schlecht. Zack. Also in die Richtung muss ich. Zeigt ja auch nichts an. Wieder weiter nach unten. Okay. Ja. Da ist es. Unknown Shump Gate, okay. Wir haben es gefunden. Also, es dauert echt lange zu fliegen, ne? Es ist Wahnsinn. Also, da könnte man echt noch ein bisschen dran arbeiten. Aber man sieht es hier unten rechts. Es ist noch Work and Development. Da ist noch nichts fertig. Oder eindeutig, ne? Ist noch eine Alpha. Für eine Alpha ist das alles noch schon ganz okay. Aber man könnte ein bisschen drehen.
Okay, Quest complete. Strange Gate. Okay, was passiert hier? Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt machen hier? Gun Station, but we can't risk sending it over public channels. The shipment you will get delivered to the Baltic. Okay, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt da durchfliegen oder was? Also, ich fliege jetzt einfach durch, egal. Okay. Hat funktioniert. Ha, wo bin ich denn? Uncharted Space. Wo bin ich denn hier? Okay. So, und jetzt? This is Haskar Survey Ship Almec. If anyone is out there, please respond. My ship is dead in the water. My supplies are running out. I don't know how much longer I have left. I've set this message to repeat. Okay. Wait, wait, gods, don't hang up. I've been sending that message for 3 weeks. I didn't think anyone was out there. I don't know who you are, but you came just in time. I've only about a day's worth of supplies left. I wasn't even able to get any surveying done of this place. Die sucht hier wahrscheinlich um Hilfe. You haven't encountered them? This whole system's guarded by some sort of automated defense system. I stumbled upon that hypergate a while back and tried to explore it. Those dronics shot my ship's engines out, then left me here to die. I'm not sure why they left me alone. I think they're only designed to sense my engines and nothing else. Saved my life, at least. Look, I'm a little pressed for time. We can talk more once we get out of here. I'll send you my location. Just watch out. These dronics are deadly, and there's a big one that completely fried my shields. Hey, die wurde wohl alleine gelassen und die wurde irgendwie angegriffen und irgendwie ist das Schiff wohl nicht mehr so bedienfähig. Wir gucken mal, das klingt so ein bisschen nach einer Falle. Im Weltraum weiß man nie. Richtig gerade. Ich glaube, ich kann links und rechts nicht raus. Sieht zumindest so komisch aus. So, Peronia Ship. Mal gucken. Da bestimmt Feinde. Das sieht so aus, als würde ich mich gar nicht fortbewegen, ne? Aber hätte ich die Anzeige hier nicht, würde ich denken, ich bleibe einfach auf der Stelle. Ah, da ist das Schiff. My escape pod's jammed. Half the systems on the ship are jammed. Everything is just jammed. You're going to have to destroy the ship. Was? We're in the middle of hostile alien space, filled with incredibly dangerous killer robots. The explosion should keep the pod intact, but that's not what I'm worried about. That explosion's probably going to emit the same kind of energy as my ship's engines. Once it blows, the drones are going to be all over us. If they haven't started coming after you already. Once I'm out, tractor me in, then let's get the hell out of here. Was soll ich machen? Achso. Was einsammeln oder was? Hä, was soll ich mit der machen? West, Strange Gates, Active Between Spaces.
That I should have shipped to unjam her escape pod. So we attract the attention of various defense tronics in this area. Ah, ich soll die jetzt abschießen? Okay. Jetzt. So, jetzt hab ich sie. Thank God. Hurra. You know how long it's been since I've been on a ship with a working toilet? Now get back to the gate. We don't stand a chance against those dronics. Okay, soll ich wieder zum Gate wieder zurück? Los geht's! Die machen mich sonst kaputt. Ach, da unten war meine Anzeige. Also da unten sieht man's, ne? Da unten ist mein Leben und meine Hülle sozusagen. Gut, dann fliegt er mal durch. Zack. Ich guck mal nach hinten. Oha. Der schießt auf irgendwas. Ich glaube, der visiert mich an und dann tut er irgendwelche Missiles rumschießen. Lass mich in Ruhe. Get in, hurry. It's ja, ich beeil mich doch schon. Bin noch durch. Junge, was machst du? Was machst du? Das ist ja so gemein. Warum nimmst du mich nicht? So, aber jetzt. Lass mich durch. Wollte mich erst gar nicht reinlassen hier. Escape back to Wall Trek, okay. Honestly thought I was going to die in there. I'll need to get back to a station and report back to Haskar. Are you able to take me to the nearest shipyard at all? Oh, was hat das gerade? Rona, by the way. Alter. Sehen? Was ist das? Da bewegt sich irgendwas da. Ich glaube, ich sollte schnell weg hier. Ich sollte ganz, ganz schnell weg hier. Ach so, ich muss ja mit dir sprechen. Ach Mensch, ich drück mal die falsche Taste. So. Speakerson? Huh, high class name. Well, Cardos, it's been a pleasure being saved by you. If Haskar decides to screw me over because of this, feel free to look me up. I know it doesn't seem like it, but I can be pretty good in a fight if I've got a working ship. Okay, da muss ich es hinbringen, oder was? So, ja, Jump Gate, okay, da bringe ich sie jetzt hin. Mal gucken. Das Fliegen dauert so lange. Es dauert einfach so lange. Aber da ist irgendwas. Also, da passiert doch gleich irgendwas. Siehst du schon, komm. Hoffentlich fliege ich auch richtig. Weil, wenn nicht, ich habe keine Ahnung. Also, so ein bisschen. Mir fehlt so ein bisschen die Navigation so. Keine Ahnung. Thank you.
Das war echt nah. Hätte mich fast erwischt. Was ist das? Sieht aus wie so ein Tintenfisch oder so. Aber ich glaube, das ist nur so ein Hintergrundbild oder sowas. Oh, das dauert echt so lange. Ist ja Wahnsinn. Das geht auch einfach nicht schneller. Ich weiß nicht, ob man noch ein Upgrade noch kaufen kann. Lol, warum war der denn nicht in Dings? Im Hyperspace, so. Jetzt aber. Ich hoffe, dass es später noch bessere Triebwerke gibt, dass man so ein bisschen schneller denn sich fortbewegen kann. So, sind wir gleich da. Mal gucken. Ich hoffe, wir fliegen auch richtig. Seite, also nur ein Hintergrundbild. Soll das alles den Flug ein bisschen alles mysteriöser machen? Was accept. I'm engaging. Star Chaser. Alpha 1. Dash 1. Was willst du denn von mir? Junge, was wollt ihr denn von mir? Ich mach euch fertig, Junge. Scheint so, als ob ich denen kaum Schaden mache. Ich glaube, wir machen uns irgendwie gegenseitig kaum Schaden. Ja, lass mich in Ruhe, ja. Die haben so gute Schilde, ne? Zappelt doch nicht so rum. Zappeln ganz schön rum hier. Also die Schilder kriege ich gut runter, aber Schaden mache ich keinen. Ein bisschen.
Ich glaube, die machen mich eher kaputt als ich die. Die zappeln aber auch rum, ey. Oh, ich hab wohl Hilfe gekriegt. Ja, wer hilft mir? Hau nicht ab hier, du. Ah, jetzt gleich Hammer. Jawohl, erste kaputt. Was? Zack, du lebst nicht mehr lange. Komm hier. Jawohl. Erst nochmal. Gut. Zweite. Jawohl. Ja, ja, ich habe auch eine Familie. So. Der hält ja ihn schon auch aus. Also Raketen wäre jetzt nicht schlecht so. Der kann auch rückwärts schießen, ist ja cool. Wie wir einfach hier kämpfen und da fliegt einfach alles durch uns durch, so Frachter, fremde Schiffe. Okay, gut, haben wir das geschafft. Einsammeln, nix da. Haben wohl die anderen bestimmt schon eingesammelt. So, da will sie hin. Mal gucken. So, Regenerent Shipyard muss ich. Ich hoffe, ich flieg richtig. Ne, ich flieg nicht richtig. Wieso? Du bringst mich ja falsch. Ich muss da runter. So, jetzt. Zack. Jetzt ist richtig. Klingt wie so ein Beat, ey. Dun, 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 dun. Initiating lane line merge. Station in sight.
Warum fliegt er da nicht automatisch rein? Junge. Lobit, Iota. For Dash. Roger that, you are cleared to dock. Proceed to dock number 2. Callers at work. Roger that, you are cleared to dock. Proceed to dock number 1. Ah, jetzt. Okay, man muss da mit F1, F2 rein. Oh, Tür ist zu. Ich fliege einfach unten drunter. Ja, das zeigt natürlich nicht, ne? Und, oh, jetzt habe ich natürlich Schaden gekriegt, oder was? Ernsthaft? Ach so, nee, die haben mich auch abgeballert. Stimmt. So, okay, bezahlen, okay, so. Jetzt habe ich sie hierher gebracht. Okay, cool. Level, super. War das denn jetzt meine eigentliche Mission, oder? Habe ich die jetzt nur so... Schild muss ein bisschen höher gehen, damit es ein bisschen schneller hier irgendwie wieder voll lädt. Was ist das? Okay, Thruster. Equip. Ah, die habe ich alle geladen. So. Mir fehlen irgendwie ein paar Missiles. Rechtscanner, das. Webbeater Frindbot. Ah. Torpedo Bay, okay, gut. Warte mal, jetzt mal gucken. Irgendwie wollte ich doch hier gucken. War das jetzt meine eigentliche Mission? Nein. Dock under Requit Station. Das war nicht meine eigentliche Mission. Das heißt, ich bin irgendwo ganz woanders aufgetaucht und ja. Hm. Aber okay, wir haben eine Mission erledigt. Ja, gut. Ja, das war die zweite Runde gewesen. Fazit bis jetzt. Ja, es ist, sage ich mal, die Fahrten sind sehr, sehr langweilig, muss ich sagen. Klar, im Hintergrund ist da irgendwas Interessantes. Also soll irgendwas Interessantes sein, ja. Und da sind wohl irgendwelche Monster zu sehen, keine Ahnung. Also bis jetzt habe ich nur einen Tentakel gesehen, Riesententakel. Daher gehe ich davon aus, es wird wohl so ein Oktopus sein, so ein Riesenoktopus im Weltraum. Wer weiß. Aber ansonsten, am Anfang viel Quatsche, so wenig Story bis jetzt, muss ich sagen. Ich glaube, ich bin da nur auf Zufall da reingestoßen in dieser... sage ich jetzt, Mission, diese Rettungsmission. Und ja, man hat ja kaum Anhaltspunkte, so ein bisschen. Also es fehlt so der Leitfaden, finde ich. Ansonsten Gameplay, okay, ist in Ordnung, könnte aber vielleicht besser sein. So ein bisschen, ja, man schießt eigentlich nur mit Laser drauf und das war's. Also da ist irgendwie nichts so mit Target-System oder irgendwas so. Also ich sag mal so, die Konkurrenz, die wäre ja X3 und ich denke, da kann man einiges noch von lernen. Sollte man vielleicht auch, vielleicht nicht ganz abgucken, aber da das Kampfgeschehen und sowas ist um Weiten besser. Und naja, wir werden sehen. Vielleicht, ich behalte es im Auge, vielleicht in Zukunft, mal gucken. Vielleicht, was da sich so noch so entwickelt. Aber bis jetzt finde ich, sage ich mal, habe ich jetzt von diesen halben Stunde da Gameplay vielleicht bestimmt, bin ich jetzt 20 Minuten rumgeflogen. Und, naja, ist zwar ein Weltraumdings, ist richtig, aber ob das jetzt so der Sinn von dem Spiel sein soll, dass man nur rumfliegt und nur warten muss, bis irgendwas passiert, ich denke mal, das ist nicht im Sinn der Entwickler und, ja, mal gucken, was da noch so kommt. Okay, gut, hat euch das Video gefallen? Würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo freuen. Wie gesagt, kommt auf unser Discord für weitere Spiele und. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss!